يسعد اوقاتكم جميع، معكم شاعر رسلان، واليوم مثل ما شايفين عندنا رفيقة جديدة فيها اسمها إيرا. طبعا حبينا نحن انه نقول بهالفيديوهات هاي او نشكل هالفيديوهات هاي لحتى انتم كمان تتعلموا كيف تنطقوا اللغة الألمانية او كيف تسألوا. مثلا بالبداية رح نعمل بداية هلا بسيطة، والبداية رح تكون انه كيف الواحد بيعرف عن نفسه او كيف بيسأل الطرف الآخر انه شو اسمك، من وين انت، كيف تعلمت لغة ألمانية والى اخره. اذا بهذا الفيديو هيك راح يكون هلا اول شيء كبداية، ولكن بتمنى من الكل اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى توصلكم الفيديوهات القديمة وجديدة. وهلا بننتقل لإيرا. هلو إيرا. سلام. Wie geht's? Mir geht's gut. Sehr gut. Und wie heißt du? Ich heiße Irina. Das ist mein voller Name. Und ich komme aus Russland. Sehr gut. Und seit wann bist du in Deutschland? Ich wohne in Deutschland schon über 10 Jahren. Über 10 Jahren. Und hast du in Deutschland Deutsch gelernt oder hast du in Russland? Ich bin tatsächlich Lehrerin für deutsche Sprache. Ich habe Deutsch in Russland gelernt, an der Uni, ja. 5 Jahren. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Sehr schön. Und wohne schon über 10 Jahren hier. Und in Hamburg oder hast du... Ja, ich bin direkt nach Hamburg gekommen. Achso, sehr gut. Und wie lange hat es gedauert, bei dir Deutsch zu lernen? Wie gesagt, ich hatte das an der Uni studiert, 5 Jahren erstmal. Und natürlich, es war die Sprache, ich könnte die Sprache, die Grammatik, aber ich könnte nicht so gut fließend reden. Ja. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und natürlich mit der Praxis, mit der Übung, ist es besser geworden. Und nach einem Jahr könnte ich schon sehr gut, würde ich sagen, mich auf Deutsch unterhalten. Und was hat dir auch zusätzlich geholfen beim Deutschlernen? Ich hatte natürlich sehr viel Kontakt zu deutschsprachigen Menschen und wenn man sich auf die Sprache unterhält, wird die Sprache immer besser. Und das Wichtigste ist natürlich für diejenigen, die eine fremde Sprache sprechen, dass man diese Barriere überwinden muss. Man muss Mut haben zu sprechen, auch wenn man trotzdem Fehler macht und wenn man zum Beispiel einen Akzent hat. Ja, und findest du, wenn man zum Beispiel Kontakt zu den Deutschen hat, dass man die Sprache bzw. die Aussprache verbessert oder das spielt nicht so eine wichtige Rolle? Ich finde schon, dass es eine Rolle spielt. Die Sprache wird immer besser und diejenigen, mit denen du sprichst, können dir auch helfen, können deine Fehler korrigieren, können auch deine Aussprache ein bisschen korrigieren. Ist natürlich schwierig für diejenigen, die die Sprache lernen, nicht als Muttersprachler. Die werden immer einen kleinen leichten Akzent haben, denke ich. Aber so schlimm ist es nicht. Es gibt ganz viele Ausländer und Ausländerinnen, die in Deutschland leben. Ja. Eine der größten Fragen ist, wie lernt man am schnellsten Deutsch? Also was hilft am meisten beim Deutschlernen? Zum Beispiel jeden Tag kommen Fragen und die Fragen sind immer nach, wie lernt man am meisten durch? Wie lernt man am besten? Wie beherrscht man die Sprache so schnell wie möglich? Also, was hältst du davon? Was ist deine Meinung? Es gibt viele Bereiche, wie man deutsche, so, wie man überhaupt Sprache lernt. Das ist Grammatik, ja. Audien, Hören, ja. Schreiben, Schreiben und Lesen. Und Lesen. Und natürlich muss man diese vier Aspekte immer beachten, wenn man eine Sprache lernt. Lernt, ja. Also das heißt, Lesen allein hilft ja nicht oder schriftlich auch allein. Ja, muss man, man lernt die grammatische, so, dadurch, ja, grammatische dass man, Regeln, da kann man natürlich lesen. Da muss man, das, was man gelesen hat, muss man darüber jemandem erzählen. Ja. Muss man den Inhalt von dem Text zum Beispiel wiedergeben können. Ja. ومثل ما شفتوا هون حكيت هلا إيرا وقالت إنه لتعلم اللغة الألمانية بشكل سريع لازم إنه الواحد كمان يستخدم الشريفت ليش؟ لازم الواحد إنه يكتب، لازم الواحد إنه يقرأ، لازم الواحد كمان إنه يسمع. يعني السمع لحاله كمان ما بيساعد إنه الواحد يتعلم اللغة الألمانية بشكل كتير كبير، أو ما بيساعد الواحد مثلا إنه يتقن هاللغة هاي بفترة قصيرة من الوقت. فإذا هذا كان كل شيء بيتعلق بفيديو اليوم. بتمنى من الكل انه اذا عندكم اي ديالوج يعني او اي فكره يعني انه كيف نحن بدنا نطرح الفيديوهات بالفيديوهات الجاي، فيا ريت تكتبوا لنا بالتعليقات وان شاء الله راح نحن نقدر نحاول يعني انه نعمل هالفيديوهات هاي على يعني ارائكم او على مثلا الفينشة تبعيتكم على يعني الشيء اللي بتتمنوه انتم.
فمثل ما قلت هذا كان كل شيء بيتعلق بفيديو اليوم. هلا ايرا كمان راح تتودعكم، راح كمان نشوف بالفيديوهات الجاي كيف راح نحسن هذا الشيء وكيف راح نخلط هدول الشغلات كلهم بقلب فيديو واحد. فبتمنى من الكل انه ما يصدعم القناة، وما تنسونا كمان دعائكم. So, ihr vielen Dank für die Antworten auf meine Fragen. Und wie gesagt, das war, was wir heute in diesem Video gemacht haben. Ich habe auch Ihnen gesagt, wenn Sie etwas wünschen oder etwas von uns erwarten bzw. hätten, dann werden die dann in den Kommentaren schreiben. Ja, immer gerne. Tschüss.